Servus, wir sind hier am Stand von German Gunstock und wollen ein bisschen was erfahren über die neuen Schäfte und vielleicht auch mal über die alten, dass man mal sieht, was es so gibt, links und rechts von normalen Jagdschäften und abseits vom normalen Holz. Servus. Hi. Hi. So, fangen wir doch mal hier an. Das ist der neue Ranger, oder? Genau, hier haben wir unseren neuen Ranger-Schaft. Der Schaft ist unser leichtester Schaft, den wir im Sortiment haben. Den haben wir für die Anforderungen entwickelt, besonders handlich, besonders führig zu sein. Und da sind wir natürlich im sportlichen Bereich, beim dynamischen Schießen gut aufgehoben und vor allen Dingen bei der Jagd. Okay. Ja? Hier sehen wir auch so eine Drückjagdwaffe, entsprechend mit einer dynamischen Optik am leichten Schaft. Ja. Können wir gut damit arbeiten. Die hat trotzdem alle Features, die die von uns bekannten Schäfte Predator und Raptor haben. Und das ist im Wesentlichen natürlich die Vollblockbettung mit der mit dem Edelstahl-Rückschussstollen, ja. Der System bombenfest drin hält. Absolut, also das von hier bis da, den kompletten Part quasi, ist sie ein Block als Bettung. Genau, das ein Block als Bettung, ja. Das verbindet quasi das System mit dem Schaft, ja, genau, absolut klar. Spielfrei. Ja, ja. Deswegen war auch eine erhöhte Präzision auch bei diesem leichten Schaft erreichen. Hierbei besonders neu ist natürlich einfach ein paar Cuttings, damit er leichter wird. Das heißt, ja. Hier, wo wir kein Material brauchen, haben wir es auch weggelassen. Es ja. hat keinen Einfluss auf die Steifigkeit. Okay. Das ist nach wie vor laminiertes Holz, was mehrfach mit Epoxidharz überzogen ist und dadurch relativ massiv ist. Zusätzlich haben wir hier noch Cuttings, die fördern nicht nur die Leichtigkeit des Schafts, nehmen ein bisschen die Kopflastigkeit weg, ja, okay. sondern belüften noch zusätzlich den Lauf. Der Lauf hat eh bei uns, freischwingen ist gar kein Ausdruck, klar. richtig viel Platz. Ja. Aber jetzt kann er quasi noch wie eine Heizung einen Sog entwickeln, um hier über den erhitzten Lauf zu strömen. Ist natürlich wieder interessant dann eher für die Sportschützen als für die Jäger, weil so heiß wird er natürlich bei der Jagd im Zweifelsfall. Bei der Jagd, schnelle Schussfolge. Wenn ich eine Rotte verfolge, gebe ich 5-6 Schuss ab mit einer Waffe mit einem sehr dünnen Lauf. Ja. Ist sie dann schon heiß? Und wenn das nächste kommt? Bei mir schon, weil ich habe einen Schalldämpfer drauf. Und dann werden sie wirklich schnell heiß. Ja. Also das, und gerade Schalldämpfer erhöht das Gewicht, der Schaft reduziert wieder das Gewicht. Ja, super, sehr schön. Er ist jetzt im Fall von einer, im Vergleich zu einer Ticker, ist der Schaft jetzt wieder genauso schwer wie der Original-Plastschaft, der überhaupt keine Bettungsmerkmale hat und keine Features. Okay. Und den gibt es natürlich in den von uns bekannten Farben, ja. wie man es möchte, oder auch dezent jagdlich. Na, wer sagt, ich möchte die, das wäre dann die Vorteile genießen. Die Variante hier, ne? Wenn er ein bisschen dezenter ran will quasi. Wir können den auch ganz unifarben machen, wir können den braun machen, wir können eine gewisse Farbpalette nach Kundenwunsch machen, gerade in den Wahlfarben, grün, braun, Sandfarben. Ja. Da können wir relativ schnell Kundenwünsche erfüllen. Ja, und die typische Individualisierung, für die wir auch bekannt sind, die gibt es bei den Schäften. Wo liegt jetzt der Schaft? Also Solo, wenn ich jetzt selber eine Ticker reinstecken will, preislich ungefähr? Der Schaft, so über den Daumen. 7,99 bis 8,99 je nach Ausstattung. Absolut okay, alles klar. Können ihn ja individualisieren, hier zum Beispiel mit QDs oder mit diesen Rails hier. Ja, absolut. Links, rechts, doppelt und so weiter. Da schwankt halt der Preis. Super, alles klar, cool. Dann sage ich vielen Dank und wir schauen mal weiter. Super, danke.